sehr, dass wir den German Innovation Award gewonnen haben und auch die Goldauszeichnung bekommen haben für unser Produkt. Ich bin ehrlich gesagt immer ein bisschen gespannt auf die Preise, die da vergeben werden beim German Innovation Award. Manche sind komplett überraschend, manche sind wirklich sehr, sehr innovativ. Innovation ist eigentlich das Kerngeschäft unseres Unternehmens. Ich habe mich besonders gefreut, in dieser Disziplin Innovation den Award zu kriegen und dann auch in Gold. Es spornt uns natürlich an, weiter Innovationen voranzutreiben und weiter Dinge zu bewegen, die den Kunden interessieren. Award ist natürlich für uns eine super Anerkennung der ganzen Aufwände, die wir in die Lösung reingebracht haben. Zeigt aber auch, dass es nicht nur zählt, eine Technologie zu erfinden, eine gute Idee zu haben, sondern letztendlich das Ganze auch live vor Kunde zu bringen. Der German Innovation Award ist ein Preis für Produktnutzen. Es geht darum zu sagen, wo ist der Mehrwert für den Konsumenten, wo ist der Mehrwert für den Verbraucher oder für den Kunden im B2B-Bereich. Dass wir hier heute als Quantensprung in der Implantologie ausgezeichnet worden sind, ist für uns natürlich ein klarer Ansporn. Bo to znaczy bardzo dużo, ponieważ użyliśmy bardzo dużo wysiłku w ten projekt. Wiele osób pracowało nad tym projektem i designer Martin Balendak, nasi product managerowie, inżynierowie, konstruktorzy, więc to duża, duża nagroda dla nas po tym wysiłku, a dla naszych klientów jest to żywy dowód na to, że rzeczywiście w naszym produkcie znajdują się prawdziwe innowacje. Getting a German Innovation Award Gold in this kind of category is truly an achievement for our work. Die Entscheidung, den German Innovation Award gleich im zweiten Jahr zu öffnen, international zu öffnen, hat sich voll ausgezahlt. Wir konnten 30% Teilnehmer aus dem Ausland, aus 29 verschiedenen Ländern registrieren. Das ist großartig, ein großer Erfolg und es zeigt uns, dass wir tatsächlich German Innovation genauso wie German Design als eine Haltung und keinen Herkunftsnachweis sozusagen definieren können.